Ja, hallo zusammen. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und alles Gute. Ja, ich gerutscht. Ich bin da gekrochen ins neue Jahr. Ja. Gut. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr und hoffen wir auf ein besseres Jahr, was Corona angeht. Aber sonst kann es wieder kommen wie letztes Jahr. Jawohl. 2. Januar. Eigentlich wäre ja heute auch noch ein bisschen Sonntag. He? Es ist ein Samstag, aber ein Sonntag. Auf jeden Fall bei uns im Kanton Bern. Und ja, 200, 300 Meter weiter im Kanton Luzern ist, glaube ich, ein offizieller normaler Samstag. Weil die haben sonst, Luzern ist katholisch und wir sind reformiert und die Katholiken haben sonst viele Feiertage. Da müssen sie am 2. schaffen, normalerweise, aber heute auch nicht, ist der Samstag. Gut. Ja, auf jeden Fall, ich grümschele auch ein bisschen was, habe ich mir gedacht. Und zwar die Futterstande habe ich in die Hüpple genommen. Ja, hier oben, dieses Ventil, eben sieht man es noch, ist schon länger irgendetwas. Wir haben jetzt gerade das ganze Ventil ersetzt. Hier ist es ja verschraubt. Es sah fast so aus. Hier sieht man noch die Spuren, als würde es das Ventil oben raus spritzen. Ich weiß es immer noch nicht genau. Man sieht nichts am Alten. Oder ob es nur die, Membrane war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist es dicht. Das kam mir noch, ja, kurz vor Neujahr, kamen sie noch das reparieren. Respektiv, ich habe hier in diesem Schrank habe ich eine SMS-Alarmkasten, wo mir, wenn ein Alarm ist, bekomme ich ein SMS, dass irgendetwas nicht funktioniert. Und das war noch auf 2G und musste jetzt ersetzt werden, damit es einfach noch geht. Das ging nicht mehr, war nicht mehr kompatibel. Und ein anderes Problem hatte ich auch noch, die Waage war defekt. Und da haben sie eine neue Brindplatte. Also das, was man sieht, war ersetzt. Der Deckel ist ersetzt worden mit der Brindplatte. Der Akku, ich dachte, der Akku sei kaputt, aber wahrscheinlich ist die Brindplatte irgendwie einen Sprung in der Schüssel gehabt. Ja, gut. Und ja, weil das da oben geronnen hat, habe ich da alles voll Dreck, war alles nicht schön. Ich habe es nicht gefilmt. Jetzt, was sauber ist, kann ich es filmen. Und jetzt habe ich das gewaschen und die Gelegenheit genutzt, auch innen zu waschen. War es auch wieder einmal nötig, es hat ein bisschen angehängt, obschon ich da ja immer Säure einspritze, damit es nicht einen Film gibt. Aber ja, so heikel ist das nicht, habe ich gemerkt. Ab und zu einfach waschen, gründlich, ist lang eigentlich. Und hier, das ist die Siloklappe. Hier kommt das Futter vom Silo. Und die ist pneumatisch hier hinten. Pneumatisch wird die geöffnet. Und dann startet der Motor hier oben, wird mit der Spirale das Futter hier aufgezogen und hier fällt es dann durch diesen Schlauch hinunter und landet. Also das ist wahrscheinlich jetzt finster. Hier in der Stande. Im Kübel, wo alles gemischt wird. Da direkt oben hier ist ein Schottentank, Siertentank.
wo ich oder mein Vater geht ja meistens in die Käserei, wo wir Schotte, jeden Tag Schotte nach Hause nehmen, ca. 1000 Liter Schotte. Wir verfüttern wir da täglich den Schweinen und Futter und Wasser. Und hier oben ist noch ein Heißwasserboiler, der an der Schnitzelheizung angehängt ist. Der wird auch erwärmt, damit das Futter ein bisschen warm wird. Obschon es mit der Schotte auch schon ein bisschen warm ist. Ja. Und so gibt das dann eine Futtermischung. Und wird dann durch diese Pumpe hier unten, wird das dann ausdosiert an die 15 Tröge. Ja. Darum. Und hier war die Dichtung, ist jetzt voll Dreck, komplett verhudelt. Und jetzt gibt es da eine neue, habe ich schon, ja, sie haben mir einmal da ein Stück hier gelassen, wo ich das ausschneiden kann. Und ja, das ist sicher mehr als ein halbes Jahr und habe es noch nie gemacht. Darum, jetzt wird auch das gerade gemacht, bei dieser Gelegenheit. Oh, aber es ist ein bisschen eng. Ja. Ja. Ja, was kann ich noch erzählen? Es gibt nicht viel Neues bei Figo. Schweine gingen am 28. gingen die letzten noch weg. Und jetzt brauche ich da den Schlüssel. Und am 31. kamen schon die nächsten 40 Stück. Jetzt habe ich noch 40 Plätze frei. Und die kommen nächste Woche. Ist die Idee. Jetzt wäre praktisch, wenn mir jemand da den Hebel betätigen könnte, zum Schauen, ob es schön schließt. Niemand da. So viel da, schauen zu und keiner ist da. Das ist ein schöner Scheiß. Ja, dann gehen wir halt hinaus. Eigentlich sollte das ja passen. Kein Problem sein. Ja, ich bin zufrieden. Es muss nicht picobello sein, aber wieder ein bisschen, dass es auch ein bisschen Freude macht. Ja, vor allem hier habe ich Freude. Das sah vorher katastrophal aus, schon fast. Ja, jetzt nur noch das Büro hier. Das wäre auch noch. Aber hier habe ich
keinen Ablauf, da muss ich feucht aufnehmen. Und Spinnhuppel, hier ist ein WC, das, ja, man braucht es zu wenig. Aber ich hoffe, nächste Woche habe ich da auch noch Zeit, dort auch noch ein bisschen zu reinigen und aufzuräumen. Ja, das ist der Plan. Und heute Morgen hat es noch ein, oder in der Nacht, circa um 2 Uhr, hat noch eine Kuh gekappt. Und ein Rind hat ja, kurz vor Neujahr hat ein Rind gekappt. Ja. So, das ist das Kalb. Und die Kuh. Ist ein Silian. Wahrscheinlich Simmentaler Schlag. Aber trotzdem schwarz-weiß, noch interessant. Und ist ja fast ein bisschen braun. Und jetzt geht die Kuh zum Melken. Lustiger Kerl. Man sieht es jetzt nicht in der Kamera, aber es ist noch so ein kleiner Braunstich. Hat das Schwarz. Ja. Kudiana, he? Kalb will natürlich auch hinten noch, aber das darf nicht. Kein Platz mehr im Roboter. Ja, sie gibt nicht so wirklich Milch. Wir schalten da ab. Weil das Kalb hat schon gesoffen. Und ich will sie nicht allzu leer melken. Ja, damit sie gesund bleibt. Morgen wieder. Ja, und jetzt gibt es eine Reinigung. Weil ja die frisch gekalbt ist, ob schon sie hatte keine Trockenstelle, kein Antibiotika in der Kalbzeit. Darum muss ich das nicht eine Woche lang eine große Waschung, circa 3 Tage eine große Waschung und dann
nur noch eine kleine Systemspülung, die nur 10 Minuten dauert. Und die große dauert 20 Minuten, gut 20 Minuten. Und zwar am Abend mache ich sowieso immer eine. Darum ja, gibt es keine zusätzliche Waschung. Ja, es ist kalt, es hat Schnee, die Fiese geht. Darum Tor schließen, damit er nicht einfriert, der Roboter. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ich schon bald 4000 Abonnenten habe. Liken, gut. Tschüss zusammen, guten Start ins neue Jahr wünsche ich euch. Ciao.